Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Red ruhig weiter. 2013 im Megaprojekt auf der Westbridge Hills Map und dabei heute ist der Randy. Ich habe einen Hänger verloren. Der Doc. Moin. Der Cobra. Moin. Und so ein Clown. Das war ich, glaube ich, der Clown. Das warst du, ne? Ist ja klar. Nein, und Kobold ist dabei. Außerdem ist das der Clown. Clown. Wir sind heute im LS13 Echo-Projekt. Du weißt, was ein Klon ist, oder? Ein Klon ist ein Replikat von etwas. Ein Clown ist diese lustige Figur mit der roten Nase. Ja, trotzdem sag ich Klon, fertig. Weil das sind die Sachsen, die sind halt der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig. Außerdem schreibt man der Klon mit K. Ja, und Clown mit C. Nee, Clown mit G. Also ich schreibe Clown auch immer mit C. Clown. Ja, dann das ist aber das englische Wort. Richtig. Genau. Clown. Ja. Ach, am Arsch mit Clown. Englisch, ja. Am Arsch. Randy, kannst du eigentlich Englisch? Arsch. Das war jetzt kein Englisch, das würde dann Ass heißen. Ass. Miserable? Das war ein Film. Buch, entschuldige bitte. Zusammenhängend lesen, schwer, Bedeutung rausfinden, noch schwer, aber ich kann die Zahlen von denen insbesondere, das reicht. Aber du bist doch, lass mich kurz überlegen, glaube 91, 92er Baujahr, was bist du? 93er Baujahr. 93er, aber da müsstest du doch eigentlich eine Schule gehabt haben, oder? Schule hatte ich, ja. Bist auch ab und zu mal da gewesen, ja? So bin nur ab und zu mal da gewesen. Ich könnte jetzt mal so einen kleinen Kracher bringen, aber ich lasse es. Mach mal. Doch, den wollen wir jetzt. Also ist Fremdsprache nicht so dein Fall? Also ich kann mich noch 3., 4. Klasse dran erinnern. Da steht immer da, Randy nahm am Fremdsprachenunterricht teil, zeigte aber wenig Interesse. Und in der 4. Klasse stand dann da, Randy nahm am Sprachunterricht teil, zeigte aber noch weniger Interesse, schaute lieber aus dem Fenster und spielte mit seinen Arbeitssachen rum. Und ab der 7. Klasse, wo es dann irgendwie weiterging, hieß es, Randy fügt sich im Sprachunterricht ein, zeigt trotz all dem weiterhin wenig Interesse. Und okay. Das hat sich so bis zur 10. Klasse hingezogen. Ich meine, im Endeffekt hatte ich die 10. Klasse trotz all dem Englisch mit einer 2 abgeschlossen. Das Problem war an der Sache, das war bloß stinknormales Schulenglisch und die Prüfung bestand dahin. Hallo, my name is Randy, I live in Leckmisch, I have so and so viel years old, I have many Bauern, a Hof und Pig und Dog und Cat und Sieb und noch was und live hier und I live in the Schule. So, das war das Ganze im Endeffekt. Da hat man dann eine 2 dafür gekriegt und dann ging das in der Berufsschule mit Business Englisch los, wo der Klon reinkam. Hello, my name is Mr. Interessiert mich nicht. I have your English Business Lehrer, wie das immer auf Deutsch ist. Und I speak jetzt in English Business. Und da habe ich dann gesagt: Hello, my name is Randy. I speak not English. I had not Interessen dran. Tschüss. So. Da hat sich das dann geklärt. Aber in der 10. Klasse, so Thema Fremdsprache, da stand doch bestimmt bei dir dann so auf dem Zeugnis, Randy zeigte sehr großes Interesse an Französisch. Wobei die Sprache nicht im Vordergrund war. Du Schwuchtel. Eine Flasche von de Bier, die so schön hat gepegelt in meine Bauchnabel. jawohl. Oder kannst du mir schicken, ein kleines Silberauto? Sinnlosester Werbespot ever, denke ich. Ne, der schönste. Ich fand den schön. Aber war es nicht in Sachsen so? Da konnte man doch bis zur 4. Klasse ist doch Grundschule und ab der 5. Klasse ist doch dann Gesamtschule oder Realschule oder wie man das jetzt nennt. Was ging bei dir die Grundschule bis zur 10. oder wie? Die Grundschule ging bis zur 10. Klasse. Also zumindest war er 10 Jahre in der Grundschule. Nein, die Grundschule ging bis zur 4. Klasse und danach ist ja Gesamtschule, oder? Danach ist Hauptschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium. Ja. Also ja, genau. Aber in Sachsen war es doch so, man konnte doch Mathe, Deutsch, Physik konnte man doch, glaube ich, in der 5. Klasse dann abwählen und konnte doch Jagen, Reiten, Trommeln. Das war doch so, glaube ich, als Option, ne? Jagen, Reiten, Trommeln. Und in Thüringen habe ich so gehört, da kann man in der 5. Klasse wählen, entweder Kleinarbeit ohne Schulabschluss oder Rapper werden. Eins von beiden. Rapper? Was ist denn ein Rapper? Kann man das essen? Ist das ein Rap? Ist das die Mehrzahl von Rapper? Also von Fraps?
Raps? Wie heißen die Dinger? Fraps, ja. Fraps, genau. Ich hätte gern zwei Fraps mit Tortillas und Barbecue-Soße, danke. In 30 FPS bitte. Ja. Ja. Und dazu ein Screenshot. Zum Mitnehmen, nicht zum Hieraufnehmen. Aua, aua, aua. Das tut weh. Naja, gut, waren wir alle mal lustig. Können wir wieder ernst werden, bitte? Was? Genau. Ja, langweilig ernst. So, Feld 14, dreiviertel fertig. Da kann jetzt einer schon seine AA verbreiten. Ja, Feld 16 ist auch am Abernten. Ja, ich bin hier der Einzige, der düngt. Und ich muss leider nach jeder zweiten Bahn muss ich neuen Dünger holen. Ja, ich weiß, ich kenn den Mist. Ich hab das hinter mir. Also kein Güllezubringer. Nee. Wenn du mit dem Ding nur große Felder machst, dann hast du richtig die Arschkarte, weil du machst zwei Bahnen, dann holst du AA, dann fährst du wieder zwei Bahnen, dann holst du wieder AA und du bist dann nur am Hin- und Herfahren. Zumal der Güllezubringer uns hier uns gerade herzlich wenig bringt, weil wenn so ein Güllezubringer 50 Tonnen Indus hat und in den Güllefass passen aber 36 Tonnen rein, hat er so nicht gerade so die Überbrückungszeit. Mensch, Allah, hier, fahr doch mal durch. Kobold? Jawohl. Barbecue oder Cheese and Onion? Das ist jetzt gerade. Warte mal, ich muss mal kurz wenden. Sour Cream and Onion. Ah, okay, alles klar. Feld 5 ja, und 6 ist normalerweise, auch normalerweise mal Jens, Janne. Ich hab jetzt vergessen, dass wir aufnehmen hier. Deswegen hab ich ja gefragt: Barbecue oder Cheese and Onion? Normalerweise ja Barbecue. Ja, oder, ist gut, die, ne? Oder die sind hot and spicy. Das ist oh, das ist auch, ja, das esse ich auch. Die esse ich auch gern. Das aber jetzt es gibt sogar was? Es gibt jo. Sogar diese Döner, diese Döner, wie heißen die? Mit Dönergeschmack. Was? Ja, ohne Scheiß. Das ist Knoblauchgeschmack und nicht. Ey, alles was mit Knoblauch ist gleich Döner. Soweit ist die. Erstmal schön ins Mikrofon hier raspelt. So, liebe YouTube-Freunde, jetzt wisst ihr also meine Vorlieben für Chips. Ja Pringles, würde ich nicht raten zu essen. Warum? Geil. Pringles, also ganz ehrlich, wenn du da hast du diese Billigdinger, die sind, da steckt bestimmt mehr Kartoffel drin wie bei Pringles. Aber weißt du was? Das ist ja bloß Kartoffel. Ja, Pulverkonzentrat, das hat ja gar nichts mit Pulver. Das geht mir aber um den Geschmack, das ist mir doch wurscht, ob da eine ganze oder eine halbe Kartoffel drin ist. Naja, aber weißt du was? Den Geschmack, den du durch Pringles kriegst, ist aber rein durchs Glutamat. Im Glutamat kann ich dir so bestellen, kannst du so in dich reinspachteln. Aber weißt du was das Geilste eigentlich ist? Bakerolls. Kennt die jemand? Hab ich schon mal gehört. Bakerolls. Diese. Oh, ja. Ey. Achso, die Dinger, ja. Kauft euch mal diese Bakerolls, ey, die sind da Hammer. Ja. Die gibt's im Kaufland. Ja, bei Aldi gibt's die, glaube ich, auch, ne? Ja. Also, oh, ich lieb die Dinger. Ja, und dann die wirklich schön mit so Kräuterfrischkäse am liebsten. Oh. Ja, nee, geil. So, ich muss hoch. Das geht heute an bei der Freundin Ose, oder? Hm? Na, Schatzi. Nee, so, da geht's jetzt. Immer. Miau. Miau! Nee. Ja. Da hätten wir schon wieder. Nee, das würde zu weit gehen. Was denn? Nee, geht zu weit. Das würde jetzt zu weit gehen, wenn man das Rollenspiel jetzt thematisch thematisieren würde. Du und deine Rollenspiele. Ja. Ich hab eine blühende Fantasie. Aber ich habe jetzt trotzdem, ich hatte es im letzten Part angesprochen und habe trotzdem nicht gesagt, was du mir in die Kommentare geschrieben hast. Ne? Oh, na dann lese es doch vor, beziehungsweise gib's wieder frei, verdammt ich doch. Nein. Randy hat mir so einen netten Kommentar, der hat sich nämlich einen Minecraft-Part von mir angeschaut. Och, der macht ja so einen Hockmock draus. Ich habe geschrieben, ich beschwere mich jetzt hier, ich wollte Minecraft sehen und kein Physikunterricht. Meine Fresse, da macht er einen Hockmock draus. Ach, du hast Beschwerden geschrieben? Ich hab gedacht, bewerben. Beschwerden? Ich hab gesagt, Herr Tino, ich beschwere mich hier. Ja. Nicht beschwerben. Was soll ich mich bewerben, wenn ich es nicht verstehe? Jetzt lass doch mal da hier Rüssel. Ach, jetzt tanke ich ab hier und leck mich am Hoden. am Unrasierten. Am Hütchen, meinst du? Woher weißt du das? Das möchtest du jetzt nicht wissen, warum du das weißt. Ja. So, Randy, hast du neuen Jahr, ist es so? Ich wusste es schon lange. Ich sag nur NSA und Obama, also von daher. Ach, NSA hieß das heute da bei dir. Ich kenn's noch NSA. NSA. Wir sind hier in Deutschland. Ich bin Deutsch, NSA. Wir sind hier nicht bei der NSA, wir sind hier NSA. Das ist geil. Da ist so, hast du auch schon mal was von der CIA gehört? CIA? Eieieiei. Och Mann.
Das ist ja wie NYPD. Was machen Sie beruflich? Ich bin in Marmeland bei Bulle. Wo? Na, bei der NYPD. Das klingt irgendwie wie so eine rechte Partei. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Parteivorsitzender bei NYPD. Was soll denn das? Nee, das erinnert mich eher so national-elliptische... Nee, das erinnert mich an YMCA. Ja, genau. Oh ne, das ist die falsche Zielgruppe. Mit was wird ein Xylophon geschrieben? Mit Y, oder? XYL. Ja. Also Xylophon, ja. Nationale Xylosophische PD, Partei Deutschland, oder was? Vor allen Dingen NY. Wie wird Xylophon geschrieben? Mit X. Ich sag ja, jagen, reiten, trommeln. Am Hoden. Oh. Warum könnt ihr meine Saatmaschine hier nicht auffüllen? Was ist denn los hier? Ah, so, schön. Wir sind pleite, scheiße, Alter. Ich bin auf den Knopf gekommen. Ach, nee, ich hab noch 39% drin. Müsst ihr doch trotzdem gehen, oder? Ja, geht trotzdem. So, jetzt. Eigentlich, aber irgendwie macht das nicht. Ja, liebe Zuschauer, der Tino hat mal wieder Scheiße gebaut, neben seinen ganzen Gelabere ist er wieder auf den Knopf gekommen. Boah, weil ich ein bisschen strohnisch gehäckselt habe, mein Gott, das wird untergegrubbert. Achso, ich dachte, du wärst auf dem Aufnahmeknopf gekommen. Nee, ich hab Stroh noch nicht gehäckselt. Boah! Ey, sag mal, bist du hart, hä? Nein. Wir hatten eine Maske drin und hat sie bis heute nicht genutzt, ne? Musst aber auch sagen, was für eine Maske, sonst denken jetzt die Zuschauer wieder sonst was. Ey, ihr wisst schon, ne, so Schwarz-Latex. Nee. Die Saatmaschine füllen wir doch neben unseren Lagersilos auf, oder? Warte. Schon immer. Ja, genau da, wo du stehst. Ja, aber genau. Irgendwie. Aber hast du denn auch die Saatmaschine ausgewählt? Ach, ja, je. Da war ja was. Feld 5 und 6 sind fertig. Ui. Das ist sehr schön. Feld 16 wäre noch. Kobalt, wie weit bist du bei dir auf dem Feld? Fast fertig, sind bloß noch 4-5 Bahnen. Also eine lange oder anderthalb lange und dann den Rest kurzen von der 14er, das kleine Stückle. Was mir gerade einfällt. Oh. Unmöglich, dieser Kerl. Wie wär's mal mit Push to Talk? Bei Beschwerden, Dislikes und sonstigen bitte an Kobalt 19. Ja, genau, die könnt ihr alle bei Kobalt lassen. Genau, lasst die alle bei mir, ich leite die da weiter zu Grover. Ja, okay, bei meinem. Mir ist es egal. Bei meinen, mir ist es egal. Satzende führen bitte, mein Junge. Ja. Mein Junge. Ist doch eh egal. Bei mir. Hab ich euch eigentlich schon die neueste Story erzählt? Und zwar. Maske? Nein. Und zwar, mein kleiner Vollspinner-Hater ist wieder am Start. Ach ja, der Typ, der hat das immer nachgemacht. Der zum Beispiel, Identitätsklau betrieben hat. Aber der ist wieder am Start seit heute. Video veröffentlicht, nicht mal eine Minute alt, 14 Dislikes. Also er hat mittlerweile 14 Kanäle, die ich geblockt habe. Alles auf die eine und dieselbe Person. 14 Dislikes innerhalb von einer Minute. Geil, oder? Okay. Das nenne ich mal eine Leistung. Und wieso kopieren? Wem kopiert er? Der hat meinen Kanal komplett kopiert, mit Bild, mit allem drum und dran, hat meine Kommentare beantwortet. Und hat gesagt, das findet er lustig. Das hat er doch aber nur gut gemeint, der wollte dir Arbeit abnehmen. Ja, wenn er mir endlich mal seine Adresse schreiben würde, würde ich einfach mal hinfahren und würde mal mit Anlauf durchrennen. Ja, seine Eltern haben mal ein bisschen... Ja, das wäre mir eigentlich egal, ich würde erstmal durch ihn mit Anlauf durchrennen. Seine Eltern, ja gut, wenn es da noch Probleme gäbe, dann ja, müsste man das halt auch dann so... Ding Dong, hallo, das ist sie. Hallo, ich bin der Tino, ich möchte mal zu ihrem Sohn Manfred. Wieso? Ach, ich schau den Slime mal ein paar aufs Maul. Warum das? Nee, würde ich gar nicht sagen. Nee. Warum wollen Sie meinen Sohn schlagen? Siehe www.youtube.de/user. MacAnus. Mac, genau. Hey, pass mal. So, du, komm raus aus deinem Traktor. Komm raus aus deinem Traktor, Junge. Trau dich. Komm raus. Oh, tapp da weg. Ach nee, versteckt sie. Oh, tapp da weg, wie feig ist das denn? Die Latzhose ist so eng. Ey, guck mal. So. Ja, muss ich da stehen. Nee, aber es ist phänomenal, muss man ganz ehrlich sagen. Also. Ja, schalte Bewertung aus, ein gutes. Nö, nee, das mache ich nicht, weil innerhalb von 30 Minuten waren 15 Likes und 14 Dislikes. Außerdem finde ich es auch Dislikes. Erstens waren es 14 Klicks und zweitens wird das Video so oder so gepusht. Ja, wie gesagt, das sind Bewertungen. Ja. Das sieht ja YouTube relativ neutral. Dann nur Like oder Dislike ist. Ja, das Problem ist nur, die Zuschauer sind, die meinen Kanal nicht kennen, sind es nicht neutral. Weil die sehen da 14 Dislikes und. Ah, ja.
Wir sind jetzt bald hier mit Mikrofon im Hintergrund. So, warte mal, was ist denn, was steht denn jetzt überhaupt an hier noch? Autsch. Ja, es müsste vielleicht nochmal jemand anfangen, mit Düngen, mit Kunstdünger dann vielleicht die Felder, die anderen. Ich komme ja echt hier mit dem Ding so, mit dem ja, das komm ich, Feld 14 beispielsweise, müsste man Kunstdünger. Kobold, was machst denn du? Was mache ich denn? Bei dir ist übelste Party, Männer, also. Ja. Was? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ja. Beim Mikro ist doch raus. Ja, aber es hat trotzdem immer kurz eingeschaltet und als ob gemacht. Die Waschmaschine zwischendurch mal kurz anspringt oder so. Ist das immer noch oder wie? Oder was? Jetzt ist weg, wenn du sprichst. Nicht. Okay. Hast du jetzt Push-to-Talk eingeschaltet? Nee. Natürlich nicht. Moment, eine kurze Demonstration. Das ist ein Gründer. Ja, die Demonstration endet aber unser Part auch schon wieder, was? Bemerkt. Ja. Ja. Okay. Meine Güte. Doch. So ja, Mai ist auf Flix, ne? Diese Chips da. Ach, was weiß ich, kann dieses. So, na gut, dann, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, euch noch schönen Tag oder Abend. Tschüss. Bye, bye, Babys. Hauste. Ciao. Hauste. Was ist denn das? Hauste. Ist eine Abkürzung, auf Wiedersehen. Hauste. Hauste rein. Hauste rein.